Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. In diesem Forza Horizon 5 Video möchte ich euch die Afterpatch-Variante zeigen von der Strecke, wo ihr in 30 Sekunden mit dem Lamborghini Sesto 10 Fähigkeitspunkte sammeln könnt und das so oft ihr wollt und somit dann Respins freischaltet. Als allererstes solltet ihr im Optimalfall den Lamborghini Sesto dann haben. Den könnt ihr euch im Auktionshaus kaufen, Leute. Der wird dort zwischen 2 und 3 Millionen gehandelt oder ihr bekommt den aus einem Respin. Und ihr solltet hier bei der Automeisterung so gut wie alles freigeschaltet haben, damit ihr auch einen Fähigkeitsboost bekommt. Als nächstes, wenn ihr dann alles habt, geht hier oben in Creative Hub auf Veranstaltungsblaupausen. Unten könnt ihr auf Suchen drücken, Leute. Und jetzt müsst ihr hier unten den Freigabecode eintippen, den ich jetzt hier im Stream eintippe. Ihr könnt das auch an dieser Stelle kurz pausieren, um euch das aufzuschreiben, damit das viel einfacher geht. Und wenn ihr das eingetippt habt, dann drückt auf Bestätigen, klickt auf diese Map, Leute, klickt auf Solo und dann wählt euren Lamborghini aus, bestätigt das Ganze. Danach geht auf Schwierigkeitseinstellungen, auf Schwierigkeit und übernehmt dieselben Einstellungen wie bei mir, Leute. Ihr könnt davon einen Screenshot machen oder kurz pausieren und wenn ihr fertig seid, geht zurück auf Rennveranstaltung starten. Und jetzt müsst ihr einfach nur nach vorne fahren, Leute. Seit dem neuen Patch ist es ja so, wenn ihr auf der alten Strecke dann einfach die Beschleunigungstaste gedrückt haltet, dass ihr nach links und rechts ausschlägt, aber auf dieser Map ist das nicht so. Wenn ihr dann eine Runde beendet habt, dann könnt ihr einfach wieder auf Neustarten drücken. Dort wird euch dann zwar angezeigt, dass ihr den bisherigen verdienten Fortschritt verliert, aber das ist nicht so, denn ihr werdet die Freischaltpunkte dann trotzdem noch haben. Und so könnt ihr die dann einfach viel, viel schneller farmen. Und um aus diesen Freischaltpunkten nun Respins zu machen, müsst ihr in den Fuhrpark gehen und dort habt ihr zwei Möglichkeiten, Leute. Entweder sucht ihr hier nach dem Porsche und wählt den 2015er Cayman GTS aus, der kostet zwar 80.000 Punkte, aber wenn ihr dann den gleichen Freischaltweg nehmt wie ich, habt ihr einen Super Respin und einen normalen Respin für insgesamt 14 Freischaltpunkte freigeschaltet. Oder ihr könnt einfach im Fuhrpark den Pontiac wählen, der kostet zwar nur 25.000 Punkte, also ganze 55.000 Punkte weniger als der Porsche. Dann geht ihr hier auf 1987er Firebird, kauft euch den. Und hier braucht ihr auch bei demselben Freischaltweg wie ich auch nur 14 Punkte und habt auch eine Super Respin. Der Nachteil bei dem ist, ihr habt nur einen Spin und bei dem anderen, bei dem Porsche Cayman GTS, habt ihr eine Super Respin und einen normalen Respin für die gleichen Anzahl an Freischaltpunkte. Nur ist der Porsche halt bisschen teurer, aber falls ihr das macht, Leute, werdet ihr euer Geld so oder so rausholen. Also ich würde in jedem Fall den Porsche Cayman GTS dafür nehmen. Ansonsten war es auch mit dem Video, Leute. Falls euch das Video gefallen hat, dann pusht doch meinen Algorithmus, indem ihr ein Like und einen Kommentar da lässt. Und falls ihr in Zukunft nichts mehr auf meinem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne ein kostenloses Abo da lassen und die Glocke aktivieren, um immer auf den neuesten Stand zu bleiben. Ansonsten viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao!